Hallo, meine Damen und Herren, ich bin Nils Baron, Chef von Chart Guidance in Partnerschaft mit Dokaskope TV. Im Rahmen unserer rein technischen Analyse erörtern wir heute den aktuellen US-Dollar-Index. Auf dem ersten Bild sehen wir einen allmählichen Anstieg ab letztem November, als der Index 88 betrug. Ursprünglich prognostizierten wir einen Anstieg auf 97 bis 2017-2018, aber diese Marke wurde frühzeitig im März erreicht und wir haben die Prognose auf 105-110 bis 2017 revidiert. Und hier ist eine aktuelle Grafik mit technischer Analyse des US-Dollar-Index, der schon bei 95,96 liegt. Diesem Bild ist zu entnehmen, dass der Arun-Oszillator eine frühe Phase einer großen säkulären Spitze betritt, die laut unseren Projektionen im Jahr 2017 erreicht werden soll. Das nächste Bild stellt ein vierteljährliches Säulendiagramm des US-Dollar-Index dar. Hier sehen wir an einfachen Oszillatoren und MACD, dass sie auch im Jahr 2017 ihre Höchststände erreichen werden. In der Vergangenheit hatten sie sehr gut ausgeprägte Tiefst- und Höchststände. Das nächste Bild ist auch ein vierteljährliches Säulendiagramm mit langsamen stochastischen Oszillatoren. Die ehemaligen Tiefst- und Höchstmarken sind hier auch gut ausgeprägt. Und auch nach diesem Diagramm soll der Index eine säkuläre Spitze im Jahr 2017 erreichen. Und schließlich veranschaulicht das letzte Bild das jährliche Säulendiagramm. Und hier kommt unser Ziel von 105-110 etwa im Jahr 2017 wieder zur Geltung. Und das ist unsere Schlussfolgerung. Und hiermit möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken. Ich bin Nils Baranche in Partnerschaft mit Dokaskope TV. Auf Wiedersehen.